It's the most intense work that we focus on for our entire working year. Den 12. in Audis erfolgreicher Le Mans-Geschichte. Die 3 Meters. It is the difference between triumph and defeat, between joy and pain. There's the replacement unit ready to go. Under 4 minutes, they did this complete rear crashing thing and it just rolls on the rail. Oh my God. In such a great result, which is the greatest reward for all the staff to work on the program. This is a massive crash, and this is Alan McNeish in the Audi 3. Look at that, wow. It's absolute. Now the good thing is, look at Alan McNeish, okay? Guten Morgen, Tom. Mahlzeit. Nee, Servus. Servus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unschwer zu erkennen, wir sind bei Audi Tradition. Timo mal wieder am Start, wir haben Verstärkung, Chris am Start. Aber als allererstes, Timo, erklär mal kurz, wo wir hier eigentlich gerade sind, weil noch haben wir das gar nicht gezeigt. Man hat zwar so ein paar Videos schon zu sehen, aber ich glaube, deswegen haben wir gerade den Anfang so gemacht. Wenn man hier reinkommt, ist es nach wie vor überwältigend. Genau, wir sind hier in den sogenannten Heiligen Hallen, hier bei uns bei der Audi Tradition. Wir, glaube ich, waren hier noch nicht unterwegs. Ich glaube, wir haben uns hier noch nie rumgetrieben. Deswegen können wir vielleicht einmal kurz durchgucken, was wir hier haben. Aber wir haben natürlich auch ein paar spezielle Themen hier vorbereitet, hier bei uns in den Heiligen Hallen, in den Lagerflächen von unserer historischen Fahrzeugsammlung. Ich glaube, heute geht es so ein bisschen um die LMP-Ära von Audi. Genau, eigentlich ist das so ein bisschen der Hintergrund. Wir haben ja vor kurzem mal so ein Video gemacht über das Thema Audi-Tradition, Teile und so weiter mit Nico. Und wir haben ja in den Kommentaren gesehen, dass, glaube ich, viele Zuschauer eigentlich sich wünschen würden, ein bisschen mehr über Technologie zu reden. Inklusive mir. Genau. Und da haben wir gesagt, dann steigen wir mal ganz oben ein bei dem, was technologisch ganz oben an der Spitze unterwegs war. Und das war in der Motorsporthistorie von Audi immer das Thema LMP, Le Mans Prototypen. Und deshalb haben wir uns auch fachkundige Unterstützung geholt. Da ist nämlich der Chris mit dabei. Und vielleicht kann der Chris sich kurz dazu vorstellen. Ja, servus, herzlichen Dank. Ich muss sagen, mir geht auch das Herz auf, wenn ich hier durchlaufe und die alten LMP-Autos sehe. Ich war selber 12 Jahre in dem Projekt involviert, als technischer Projektleiter, als Gesamtprojektleiter. Bin jetzt seit 8 Jahren der Leiter des Kundensports, insofern nach wie vor im Motorsportmetier für die Audi Sport unterwegs. Aber wenn man in diese Ära wieder eintaucht und hier die Derivate stehen sieht, freue ich mich. Das heißt, du warst richtig aktiv, quasi the man, als es um diese Autos ging und hast alle negativen als auch positiven Aspekte sowohl in der Entwicklung als auch im Rennevent am Ende mitgenommen. Kann absolut, man das so ich sag mal, aber the man würde ich jetzt nicht für mich beanspruchen. Ja, das ist ein Riesenteam, wenn man in solche Technologietiefe einsteigen darf. Das ist ja also ein gigantisches Team, mit dem wir da unterwegs waren, mit dem wir diese Vorsprungstechnologieentwicklung betrieben haben in den vielen verschiedenen Technologiefeldern, aber am Ende dann immer mit an der Front natürlich und auch möglich erfolgreich und toi toi toi, das waren wir in der Epoche, ja. Aber ich stelle es mir auf jeden Fall als wilde Zeit vor, weil Rennsport ist halt einfach nicht zu Hause sein, unterwegs sein, sowohl positiv als auch negativ. Also ich bin gespannt, was uns so erwartet. Ja, also wir haben da eine gemeinsame Historie da in dem ganzen Thema, ja, weil ich habe ja damals in meinem Vorleben vor der Audi-Tradition auch ein bisschen motorsportliche Vergangenheit und wir haben mehrere Jahre zusammen quasi an der gleichen Stelle dafür gekämpft, dass die Fahrzeuge vorne mit dabei sind. Ich in einem etwas anderen Bereich, Chris in der Gesamtprojektverantwortung teilweise für die Fahrzeuge, ich eher so im motorspezifischen Umfeld, aber bei mir waren es jetzt knapp 13 Jahre, wo ich in dem Projekt mit dabei war, also das Projekt LMP. Und Chris, glaube ich, hat auch ein paar Jahre auf dem Buckel. Die beiden Silberrücken, die hier stehen, ja, quasi, was das Thema genau angeht. Ja. Warum der Föder, dass wir dann heute hier zusammenkommen und das nochmal Revue passieren lassen. Für meine technikinteressierten Zuschauer, die jetzt aber nicht in der LMP-Thematik drin seid, wir bräuchten mal einmal ganz kurz ein paar Sätzen. Erstens, was ist LMP, was ist das für eine Klasse und wie erfolgreich war Audi da in den letzten Jahren? In den letzten Jahren ist es schwierig, weil wir sind ja ausgestiegen. Insofern aber diese Ära, die da beschrieben wird, das ist damals mit dem R8 begonnen, den ich hier hinter mir stehen habe, in der Benziner-Ära, ist dann übergeführt worden in die Diesel-Ära, ja, wo wir mit dem Dieselfahrzeug dort tatsächlich Rennen bestritten haben, sehr, sehr erfolgreich. Dann haben wir die Hybrid-Technologie eingeführt, die das Reglement dort zugelassen hat. Insofern haben wir immer Technologieschritte gemacht und haben damit, glaube ich, auch, das ist nicht vermessen, wenn wir sagen, wirklich eine Ära für das Rennen Le Mans beschreiben können, indem wir immer wieder neue Hochtechnologie, die dann später ihren Weg in die Serie gefunden hat, dort positioniert und im Wettbewerb sich haben bewähren lassen. War das eher ein offenes Reglement oder eher ein strenges Reglement, jetzt so im Vergleich zu Formel 1 zum Beispiel?
völlig anderer Charakter. In der Formel 1 geht es um Excellence, Expertise innerhalb eines ganz, ganz engen Reglementfeldes. Da ist Le Mans deutlich offener. Wir sind ja mit Dieselantrieb gegen Verbrenner gefahren. Wir sind mit Hybridantrieb gegen klassische Verbrennungsmotoren gefahren etc. Und die sind dann früher mit der Equivalence of Technology, EOT, angepasst worden, dass man da dann im Wettbewerb auf Augenhöhe agiert. Insofern hat man technologisch deutlich mehr Freiheiten gehabt. Deshalb werden wir, wenn wir durch die Derivate erleben, auch, dass man eine deutlich höhere Technologietiefe darstellen konnte. Was natürlich Vorsprung durch Technik für Audi mega Match war. Weil ich habe jetzt an einigen Stellen schon gehört, dass das damals technisch gesehen schon fast auf Formel 1 Niveau auf jeden Fall war. Anders, weil das Reglement offener war, aber technisch schon gesehen, da man schon gut am Start war. Ich glaube, anders ist da genau die richtige Beschreibung. In der Einzeltechnologie in der Tiefe, ja, in Einzelthemenfeldern deutlich tiefer, deutlich hochtechnologischer, aber natürlich nicht im gleichen Wettbewerb derselben Technologie. Mhm. Ja. Aber wenn man schaut, so ein Dieselaggregat, ja, das war ja ein Novum, das hat es ja nicht gegeben. Und da musst du ja eine komplette Grundlagenentwicklung machen. Wo kommt denn so eine Einspritzdüse her, die so einen Druck überhaupt kann? Die musst du erstmal entwickeln. In der Formel 1, ja, ist der Stand der Technik und da kannst du auf Sachen zurückgreifen und entwickelst sie dann weiter zur absoluten Excellence. Ja. Während hier hast du Grundlagenentwicklung getrieben, um überhaupt mal loszukommen. Das heißt, LMP-Klasse war es dann tatsächlich so, dass Diesel gegen Benziner, Hybrid gegen Benziner, alles querbeet gegeneinander fährt? Querbeet, es gab immer Epochen, die dann, ja, ich sag mal, die, wo wir uns mit dem Peugeot gebettelt haben, dann war das gerade so das Thema Etablieren von Hybridantrieben. Dann ist jeder versucht, der erste Hybrid-Sieger zu sein. Ja. Das Thema natürlich, erster Sieger mit dem Dieselaggregat zu sein. Das Thema im Benzinerbereich mit einer Direkteinspritzung, das erste Mal unter Beweis zu stellen, dass das zukunftsträchtige Technologie auch im Rennsport sein könnte, etc. Da hat man immer wieder versucht, ein neues Novum zu schaffen im Rennsport, Basisentwicklung zu machen, sie sich dort bewähren lassen im Wettbewerb, um sie dann seriengängig zu machen. Ja, wir haben ganz simple Beispiele. Ich habe einen digitalen Rückspiegel gesehen. Damals ein Novum im Rennauto. Wir haben im LMP einen digitalen Rückspiegel. Ganz ehrlich, haben wir heute alle in unserem Stadtflitzer. Ja, ja. Das, ja. Aber das ist mal irgendwo zum allerersten Mal eingesetzt worden. Ja, das war Le Mans. Und jetzt hat Audi auch ein paar Mal gewonnen. Wir haben auch ein paar Mal gewonnen, ja. Also im Prinzip, das, was wir hier haben, sind fast durch die Reihe durchgehend Siegerfahrzeuge, die wir haben. Bis auf ein paar Ausnahmen. Wie oft habt ihr gewonnen? 13 Mal. Le Mans Gesamtsieg. Ja. Wo ist es schon ein paar Mal, ne? Ja. Kann man schon sagen, alles richtig gemacht eigentlich. So. Also es war ein harter Kampf, ein harter Weg dahin, aber tatsächlich hat sich das oftmals gelohnt und es gab auch, vielleicht kommen wir noch dazu nachher, ein paar Einzelgeschichten, wo es wirklich echt spitz auf Knopf war. Also man darf nicht davon ausgehen, dass Le Mans an sich ein Selbstgänger ist, also grundsätzlich nicht, aber zu keinem Zeitpunkt. Also man fährt als erstes gegen sich selber, gegen seine eigene Technologie, das, was man da einsetzt, was man vielleicht auch da in die Waagschale wirft und hängt da sozusagen dann ganz extrem auch an dem, wie das Rennen verläuft. Ja. Weil ich habe jetzt so ein bisschen in den letzten Monaten gelernt, dass es einfach, also wir müssen da irgendwann auch unbedingt mal hin, dass es einfach für viele Menschen was ganz Krasses ist, dieses 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu gewinnen und dieses Siegerauto gleich einfach ganz anders ist als nur ein Teilnehmerauto. So, ne? Weil dieser Sieg in Le Mans einfach doch weltweit so hoch angesehen wird, ne? Dass da, sobald da einer irgendwie sagen kann, das Auto hat gewonnen, also das Auto hat an Le Mans teilgenommen, ist ja immer schon mal, ja. Ist ja schon mal krass und dann gewonnen auch noch. So, aber ich würde sagen, wo fangen wir an da? Das war der erste, ne? Das war der, ich finde, der sieht auch noch, ersten, ja. Der sieht auch noch am wenigsten so nach, ja, also klar, sieht auch krass aus, aber der sieht noch so am wenigsten nach so absoluten Vollspace, aber das wird wahrscheinlich auch am Alter liegen, ne? Das ist jetzt Baujahr. 2002er, das Original Auto von 2002, das erste Mal gewonnen, also eingestiegen sind wir 1999, das kann man vielleicht noch sagen. Ganz hinten, der schwarze hinten ist ein 99er Fahrzeug, welches so, wie er da steht, im Sebring, im Rennen Sebring, im 12-Stunden-Rennen eingesetzt wurde. Dann gab es das 2001er Fahrzeug, ist das silberne hier vorne, 2002er Fahrzeug und das 2001er Fahrzeug und das 2002er Fahrzeug hier. Der 2000er war tatsächlich das erste, wirklich das allererste Siegerauto von Audi in Le Mans. Wir haben jetzt hier mal den 2002er rausgepickt hier bei uns. Nicht, weil er hier sogar so schön in der Reihe stand, sondern weil es hier vielleicht auch noch ein Thema gibt, über das man auch noch mal kurz sprechen kann, was damals auch für uns technologisch und auch von der Kommunikation viel ausgemacht hat, auch in der Entwicklung und auch in der Performance, war das Thema mit der Direkteinspritzung und turboaufgeladener Motor. Hat es so bislang in der Kombination, zumindest in dem Umfeld in Le Mans, nicht gegeben. Und das war für uns damals gerade ein technologischer Sprung, diesen Motor da einzusetzen zum Beispiel. Neben den einzelnen kleinen Entwicklungsstufen, die man bei den Fahrzeugen gemacht hat, die sehen halt optisch sehr gleich aus. Aber wenn man zum Beispiel guckt, der 2000er da vorne, du guckst nur auf den Lufteinlass.
da siehst du schon an der Heckhaube oder auch in verschiedenen Bereichen, auch zum Beispiel an den Heckflügeln, kleine Veränderungen, aber da kann Chris vielleicht gerade noch was dazu sagen. Aber generell erster Einsatz von diesem Typ so war 99? Von dem Fahrzeug R8 mit Turbo FSI war 1999, aber optisch, das siehst du da hinten an dem Schwarzen, ein ganz anderes Auto. Mhm. Ja, der Wagen in der Form und in der Ausprägung ab 2000 eingesetzt. Weil offiziell die FSI-Motoren gab es ja eigentlich erst, jetzt muss ich kurz überlegen, eher mehr so 2003, 2004, 2005 wurden die eigentlich erst eingeführt. Ne? Das heißt, hier waren die LMP-Fahrzeuge, was den Direkteinspritzer gibt, schon vorweg eigentlich. Das war tatsächlich so, ja. Wir haben da auch mit Einspritzdrücken gearbeitet, da war auch in der Serie noch nicht dran zu denken. Du siehst hier zum Beispiel die Hochdruck-Einspritzpumpen hinten dran sitzen, die über den Kopf angetrieben wurden. Das war tatsächlich, war das von der Entwicklung her was Neues. Ja, hat es damals so noch nie gegeben. Und daraufhin sind dann später auch diese FSI-Motoren auch in Serie gekommen. Also für mich sieht das gerade für die Baujahre nach Ultra-Hightech alles aus. Weil da ist ja jedes, also da ist ja nicht ein Teil dran, was man jetzt irgendwie so aus dem Regal genommen hat. Das sind alles individuelle Entwicklungen, die wir hier sehen. Ja? Und damit, wenn man in die Tiefe geht, entsprechend kapitalbindend. Aber deshalb war es halt wichtig, dass es auch wirklich einen Technologietransfer dann in die Serie gibt, dass das als Vorentwicklung dann auch akzeptable Investitionen waren fürs Unternehmen. Das heißt, wenn man diese Investition nur einem Le Mans-Sieg zuschreibt, dann sind sie hoch gewesen. Wenn man sieht, was der Abfluss in die Serie war, hat das Unternehmen damals entschieden und ich denke, über die Epoche immer wieder bestätigt, dass das eine sinnvolle Investition war. Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass zumindest zu den damaligen Zeiten generell dieser Motor- und Rennsport einfach, ja, also ich glaube schon, dass das wichtig war, richtig war, um es mal so rum zu sagen, und natürlich auch noch geil war. Der Punkt kommt auch dazu. Ich meine, wir haben jetzt, ja, soweit ich weiß, ja auch viele deutsche Zuseher hier. Ja? Aber der Punkt ist, also mein Gefühl, und Chris, korrigiere mich vielleicht, aber das Thema Le Mans ist in Deutschland, ich sag mal, einer speziellen Interessensgruppe, ich sag mal, ein Stück weit vorbehalten, weil das gar nicht so populär gespielt wird. International hat das ganze motorsportgeschichtlich einen ganz anderen Hintergrund und ist natürlich viel, viel größer. Wer einmal da war, und das kann ich nur jedem empfehlen, selbst heutzutage noch, da sind 300.000 Leute an der Strecke. Da sind Zeltstädte sind aufgebaut. Alleine damals für den Tom Christensen sind, ich glaube, 20.000, 30.000 Dänen gekommen mit Zelten, die dann nur da war, weil er da Rennen gefahren ist. Das ist Wahnsinn gewesen. Wer sich mal die Bilder anguckt und vielleicht auch mal googelt jetzt im Internet, einfach mal so eine Podiumsfeier, Pokalübergabe in Le Mans und die Zuschauer sieht, die denn da auf der Start- und Zielgeraden und in der Boxengasse, das sind Emotionen, das kann man nicht beschreiben. War das bei den Autos noch so, dass es auch diesen klassischen Le Mans-Start gab? Also sind die Fahrer da noch zum Auto hingelaufen oder gab es das da schon gar nicht so? Weil ich bin nicht so tief in der Thematik drin. Die Fahrzeuge wurden so aufgestellt, um diesem Mythos nachzukommen. Aufgrund der Sicherheitsregulatorik ist heutzutage sicherzustellen, dass sie sauber angeschnallt sind etc. Deshalb kommt das dann nicht in der Konkretheit zur Umsetzung. Das heißt, es ging los, V8 FSI Biturbo. Genau, 3,6 Liter. Wie kamt ihr damals dazu? War erstmal so der erste Motor, der so in Frage kam? Weil man wird natürlich ein gewisses Leistungsziel gehabt haben. Nein, da gibt das vorher Konzeptentscheide, wo sämtliche Parameter, ja damals sage ich mal noch berechnet, heute simuliert werden. Ja, die werden ja einnivelliert über ein Reglement. Ja. Mhm. Und womit glauben wir, mit Stand der Technik, das Optimum zu erreichen? Und nicht nur verbrennermotorisch, sondern gesamtkompositionell. Ja? Welche Last muss das Getriebe nehmen? Wie schwer wird das Getriebe werden? Welche Freiheitsgrade erkaufe ich mir in der Aerodynamik? Da werden wir, wenn wir durch die Modelle gehen, dann noch Beispiele sehen, wo wir durchaus dann auch im Verbrenneraggregat Restriktionen vorgenommen haben, große Kompromisse gegangen, um Aero-Freiräume freizuräumen, erlebbar, erschließbar zu machen, die fürs Gesamtfahrzeug dann Effizienz dargestellt haben. Hat der V8 irgendwas mit einem Serien-V8 später zu tun? Dass man da irgendwie, keine Ahnung, Bauform, Block, Zylinderköpfe oder war alles Rennsport? Only for Race. Alles Rennsporttechnik. Ja. Aber das sind Einzeltechnologien, wie der Timo erläutert hat, ja, die Direkteinspritzung und so weiter. Diese Technologien finden Einzug, der Block an sich nein. Ich stelle mir immer die Frage, wo testet man so ein LMP-Auto im Vorfeld? Weil es ist jetzt schon nicht gerade unauffällig, so ein Auto. Das heißt, da kann man dann nur irgendwelche Rennstrecken mieten und heimlich? Ja, heimlich, das ist dann, ich sag mal, im Verlauf der Zeit sind die Geheimhaltungen hochgesetzt worden in den frühen Jahren, wenn man da in Jerez im Winter war. Da sind nicht viele, da hat man das einfach machen können. Später sind wir dann aber auch im Winter in Middle East testen gewesen, im Frühjahr in den USA, um dann die europäische Saison vorzubereiten. Das heißt, da ist dann auch mehr Logik reingekommen, dann aber auch mehr Wahrnehmung und damit dann auch Sicherheitsstandards, wo teilweise komplette Strecken gesperrt wurden, mit den Surroundings, dass man auch nicht drauf schauen konnte. Ja, also der Aufwand ist immer höher geworden.
Wobei man auch sagen muss, also jetzt zum Beispiel speziell, was das Thema Motor angeht, du steckst ja nicht einen Motor oder die Technik einfach so zusammen, fährst dann mal los und guckst mal, was passiert. Ja, sondern wir hatten und natürlich haben wir es immer noch bei Audi Sport, Hochtechnologie-Prüfstände, wo wir ganze Triebstränge auf dem Prüfstand gefahren haben und eine Echtzeitsimulation abgefahren haben, Dauerläufe, Erprobungen, Simulationen gefahren haben, Applikationsläufe gefahren haben, Motorabnahmen alleine bis zum Motor im Auto ist, absolviert da zahlreiche Prüfstandsläufe und natürlich dann in Vorbereitung. Und man muss auch ganz klar sagen, der Fokus war immer in der frühen Zeit immer ganz klar auf dem Rennen in Le Mans und darauf lief die Erprobung, darauf lief die Dauerhaltbarkeitserprobung raus. Da haben wir teilweise stundenlang und ich selber auch Tage und Nächte lang am Prüfstand gesessen, um halt diese Triebstrangentwicklung voranzutreiben. Das war dann komplett mit Getriebe, so wie wir hier diesen Aufbau sehen, auf dem Prüfstand gespannt und der ist in der eine Le Mans-Runde nach der anderen gefahren über mehrere Stunden. Ich finde, es ist alles ultramassiv gebaut. So, also klar, Langstreckenrennen, 24 Stunden, ist halt einfach für so ein Getriebe plus das Leistungssegment, wo man sich bewegt. Aber das ist schon ein ganz schöner Klotz, finde ich, wenn man aber so jetzt, überlegt. Aber jetzt tauchen wir in die Technologiefaszination, aber die Referenz, was wir hier sehen, ist 25 Jahre alt, das Konzept. Ja, ja? Glaube ich. 25 Jahre. Und dafür war das damals Hochtechnologie seiner Zeit, das war das absolute Novum. Ja? Da müssen wir jetzt schauen, dass wir nicht mit dem heutigen Blick drauf, sondern sagen, wow, nee, vor 25 Jahren war das ein Raumschiff. Ja. Genau, war auch mehr so gemeint, dass man damals schon, glaube ich, auch noch so Wert darauf gelegt hat, dass es auch am Ende durchhält. Also, dass es halt wirklich ein Langstreckenrennen und kein Sprintrennen ist. Und man hast du über die Simulatorik, wir später Forecasts erschließen können, die damals noch nicht möglich waren. Ja? Mhm. Dass wir wechselbare Hinterwagen hatten, um abzusichern, dass wir ein Getriebe im Rennen wechseln können. Ja? Das hast du später ausgeschlossen, indem du eine höhere Erprobungstiefe erreicht hast, dass du einfach gesagt hast, das Risiko ist so gering. Das heißt, diese Möglichkeit entwickle ich nicht mehr ins Fahrzeug rein, kann mir das Gewicht dann sparen. Ja? Das ist dann auch eine Evolution der Zeit. Ja? Das heißt, man hat komplett Motor mit einbegenommen oder nur Motor, Getriebe? Der Motor und das Monocoque musste über die Ziellinie fahren. Das heißt, wir haben das Fahrzeug abtrennen können. Es war ein Ersatzhinterwagen in Heizdecken vorbereitet. Wir haben die thermische Ausdehnung. Wenn der Wagen warm abgezogen wird, passt ja kein kalter Hinterwagen dran. Das heißt, der ist in Heizdecken vorbereitet gewesen. Und komplett alles? Komplett alles konnten wir in 3 Minuten wechseln, den gesamten Hinterwagen. Also im Rennen, ich glaube 3 Minuten 7 Sekunden. Wer im Internet mal guckt, gibt es auch so eine Sequenz. Ich glaube, das war noch aus dem Testtag sogar, wo wir ein Getriebe gewechselt haben. Da hing ein Deckenkran an der Decke, Hinterwagen weg, nach oben weg, gleich den nächsten ran, zack, ungefähr nach, also reine Wechselzeit, 3 Minuten irgendwas. Und dann ist das Auto wieder gefahren. Weil man in nicht 100% vorher sicherstellen konnte, dass es durchhält. Also, dass immer mal was passieren könnte. Man wollte das abgesichert wissen, genau. Weil es damals so ein Risikovorhalt gab, dass man gesagt hat, es macht es wert, in diese Modularität zu entwickeln. Später haben wir sowas in einer Tiefe abgeprüft, dass wir es nicht mehr vorgesehen haben. Teilweise hat dann aber bei solchen Innovationen auch immer das Reglement sowas dann ausgeschlossen. Ja? Im nächsten Schritt wurde zum Beispiel, die Struktur musste über die Ziellinie fahren. Wir haben dann hinten das Derivat, dann konntest du innen das Cluster ziehen, dass die Struktur stehen blieb, wir konnten aber das Cluster ziehen. Ja? Und dann ist das als nächstes verboten worden. Und so sucht man natürlich Randbereiche im Reglement, versucht sich da 1-2 Jahre einen Vorteil zu verschaffen über die Konzeptidee und der Reglementsgeber schließt dann so eine Lücke. Und Motor durfte man aber nicht tauschen? Komponenten. Okay. Du konntest eine Airbox tauschen, konntest einen Turbolader wechseln. Haben wir uns auch darauf vorbereitet. Also wir haben Teilewechseltrainings gemacht. Also das Auto ist 2-3 Runden auf der Rennstrecke gefahren. Dann hieß es plötzlich, oh, der Turbolader ist kaputt. Wusste keiner vorher. Und dann gibt's bei 1100 Grad. Ja, genau. Also hast du dann hier mit den Scherenhänden quasi bist du dann da rein. Mit heißen Handschuhen und so weiter haben uns verschiedene Techniken überlegt, wie es denn am einfachsten wäre, verschiedene Komponenten zu wechseln. Und das sieht man auch, wenn man auch nochmal andere Videos vielleicht sich anschaut oder googelt oder... Wir haben extrem viel auch Aufwand in die Vorbereitung gesteckt, was der Chris gerade sagte, dieser Modularität, ja, Schnellwechselmöglichkeit zu erschaffen, dass das nachher über die Komplexität der Technik vielleicht nicht mehr ganz so einfach war oder vielleicht auch wirklich denn so weit ging, wo man gesagt hat, Leute, das müssen wir, wenn da jetzt was anbrennt, dann haben wir richtig Salat. Hier war das tatsächlich noch eine Aktion, die manchmal ein bisschen wild aussah, aber wirklich kuratiert wird oder choreografiert wird. Um da einzelne Komponenten an dem Auto wechseln zu können. Da haben wir viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt und auch wir wussten für die meisten Komponenten genau, wie viel Zeit wir brauchen, um zum Teil zu wechseln, damit du weißt, in welcher Rennsituation kann ich mir vielleicht irgendwas erlauben. Ja? Bei uns zum Beispiel Zündspulenwechsel war früher mal ein Thema. Hat man eine Zündspule aufgegeben, da wussten wir genau, das dauert so und so lange, dann müssen wir jetzt auf eine Gelbphase warten, jetzt verlassen wir den Wagen noch ein paar Runden mit Aussetzern weiterfahren. Hat es auch schon gegeben. Krass.
Und noch ein paar Leistungsdaten hierzu. Wie viel Leistung ist man damals gefahren? War das in dem Baujahr noch so, dass man machen konnte, was man wollte, oder war schon reglementiert? Also es gibt ein Reglement, kann mir Chris auch noch was zu sagen, aber ich sag mal, die Leistung wurde reglementiert über einen Restriktor, Restriktordurchmesser, der hockt hier unten drin in der Airbox. Auf deiner Seite, wenn du da guckst mit der Kamera, siehst du den Turbolader und der fährt dann da in die Airbox rein und da unten drin hockt dann der Restriktor. Und da waren halt auch von Jahr zu Jahr öfter mal Reglementsanpassungen, um halt das Leistungsthema so ein bisschen zu nivellieren. Also wir sind hier zum Beispiel bei dem Motor gefahren mit 1, muss ich immer überlegen, weil so viel hier, aber 1,67 bar absolut, also ganz milde aufgeladener Turbomotor und eine Restriktorgröße, glaube ich, im ersten Jahr von 32,7 oder 32,9 Millimeter, oder? Pro Seite, pro Bahn. Ja. Und dann hat sich das in den Jahren, ist das sogar runtergegangen, dann waren wir hier ungefähr bei einer Leistung von, was waren das damals, 610 plus, minus, ein bisschen ungefähr und ein bisschen über 700 Newtonmeter Drehmoment, also je nachdem. Und ein Mindestgewicht oder war man gewichtstechnisch auch noch frei? Ja, wir haben angefangen LMP 900, dass wir rund um die 900, ja, mal war es ein Tick mehr, mal war es ein Tick weniger, das sind dann immer diese Anpassungen im Reglement gewesen, aber in dem Bereich sind wir unterwegs gewesen. Das ist immer krass, man guckt so drauf und würde niemals denken, dass das nur 900 Kilo sind, am Ende sind, ne? Weil es irgendwie auch dann so viel Auto ist und auch so viel Technik ist, jeder Stecker, jede Schelle, so ist und ja schon viel dran. Und da sind wir wieder innerhalb der Epochen. Ja, zu der Zeit war das eine riesen Herausforderung, den in das Gewichtsspektrum zu bringen. Dann sind wir aber, und da kommen wir ja gleich hin, plötzlich bei einem 12-Zylinder Diesel gewesen und trotzdem mussten wir das Gewicht halten. Das heißt, der Rest des Fahrzeugs musste umso extremer in den Leichtbau getrieben werden. Okay, also ich höre raus, das war so der Einstieg. Das war der Einstieg, aber tatsächlich ein sehr erfolgreicher Einstieg, weil wir Fahrzeuge, ich sag mal, mit dieser Grundkonzeption eigentlich angefangen haben, wenn wir jetzt mal die 99er aussparen, ab 2000 und sich das wirklich durchgezogen hat, bis 2005 teilweise dann in Kundenhand mit verschiedenen Änderungen. Ja, wenn man da mal so drüber guckt, film mal, schau mal hier kurz mal hier den Spoiler, da siehst du die Heckspoiler, wenn du da mal guckst, die haben alle eine unterschiedliche Struktur, die ersten beiden gehen und ganz zum Schluss wurden dann auch Reglement eingegriffen. Der Heckspoiler wurde schmaler gemacht. Ja, da gab es dann die sogenannten Briefkästen da oben dran, da kann der Chris auch noch was dazu sagen. Aber du siehst, es gab einzelne Unterschiede, wo immer wieder reglementsmäßig angepasst wurde, sowohl in der Aerodynamik als auch in der Restriktorgröße, um halt da so ein bisschen zu nivellieren. Und das Auto ist tatsächlich in der Basistechnik, wie wir es hier gesehen haben, deswegen haben wir auch einen so aus der Mitte rausgegriffen, sehr ähnlich geblieben. Was war damals so die Konkurrenz? Waren das auch andere Hersteller? Also gab es damals schon private Teams oder war LMP-Klasse immer eher Hersteller? Ich glaube, wenn wir wirklich um reale Siegfähigkeit gehen, dann waren das Hersteller. Es gab immer mal wieder ja, auch private Investitionskonstrukte, nenne ich es jetzt mal, die Hoffnung hatten, ja, als David gegen Goliath da anzutreten. Und wir müssen sagen, wer in den Siegerlisten eingetragen ist, das sind eigentlich immer Hersteller gewesen. Aber trotzdem, und das ist ganz wichtig zu sagen, es ist nicht so, dass wir da losgefahren sind und da Däumchen gedreht haben. Ja. Sondern also von dem Zeitpunkt an, wo wir eigentlich eingestiegen sind, bis zum Schluss, ist immer auf Kante gefahren worden. Es war auch nicht so nach dem Motto, wie du gesagt hast, das sieht jetzt relativ grob aus. Wir waren aber technologisch immer an der Grenze dessen, was wir uns, ich sag mal, zugetraut haben. Ja? Also es ist nicht so, dass du hier irgendwie, ich sag mal, grob ganz despektierlich sagst, Kutschenbau machst und sagst, die Karre hält jetzt auch noch 10 Jahre, ist auch egal. Nee, sondern du bist immer an der Grenze gewesen, du bist immer Performance an der Grenze gewesen, du hast als erstes gegen dich selber gekämpft, das ist ganz wichtig. Wir als Techniker, sag ich mal so, haben 24 Stunden lang während des Rennens auf Scheiße gewartet, dass irgendwas passiert, mit dem du nicht gerechnet hast. Ja? Und braucht ja bloß ein Unfall sein. Ja. Und tatsächlich dann aber auch in den Wettbewerb, weil es ist, selbst wenn sich das zunächst so anhört, man ist irgendwie überlegen, weil man Werksteam ist oder was. Du musst durchfahren, die anderen kümmern sich auch, die sind auch nicht auf den Kopf gefallen, jeder Konkurrent ist ernst zu nehmen und da war es immer so, immer. Also es gab kein Rennen, wo ich nicht so mit zitternden Händen da stand, das geht dir wahrscheinlich genauso. Nee. Fast jedes Rennen hat eine eigene Geschichte. Das grob war wirklich eher gemeint, nicht negativ, sondern eher, dass es massiv aussieht, so, ne? Dass halt Durchhalten das Wichtigste ist. Mit unserem heutigen Technologieverständnis sieht es auch grob aus. Ich gucke jetzt auch drauf und sage, ist ja süß. Ja? Und dann guckst du da hinten hin und sagst, oh, das ist aber was anderes. Aber es ist so. Zum Thema Rennablauf, das heißt, das A und O bei diesen 24 Stunden ist nach Möglichkeit wirklich durchfahren. Also selbst eine Kleinigkeit wird schon schwer wieder reinzuholen. Ich sag mal,
reduzierte Standzeit an der Box im Allgemeinen. Mhm. Natürlich die größten Multiplikator hast du, wenn du in die Box reinschiebst, wenn du wirklich in der Reparatur gehst. Und je nach Wettbewerbsdichte in den verschiedenen Jahren, ist eigentlich, wenn du die reinschiebst, bist du nur noch podiumsfähig, nicht mehr siegfähig. Mhm. Da gab es auch immer diese Logik, wir sind in der Regel mit 3 Autos angetreten, weil wir doch dann davon ausgegangen sind, einer hat irgendeine Inzidenz draußen auf der Strecke, hat irgendeine Berührung, einer hat vielleicht doch einen technischen Gremlin und der dritte muss durchkommen und siegen. Mhm. Das war so die Logik, mit der wir immer diese 3 Autos da versucht haben, im Einsatz finanziert zu bekommen, dass wir uns da raushalten. Aber Ende Standzeit in der Box ist das Ultimum gewesen. Das musste an jeder Ecke reduziert werden, ob bei schnellen Boxenstopps, ob bei Tanksystemen, ob bei Reparaturen. Das war eben das Novum. Das heißt, wenn selbst mal nur so eine 3-Minuten Getriebereparatur kam, was jetzt auf 24 Stunden gesehen ja eigentlich wirklich nicht lange ist, war es aber schon, dass die Spitze da wirklich so hoch war, dass eigentlich die Autos durchgefahren sind und nur getankt haben, Bremse und Reifen gemacht haben. So würde ich das beschreiben. Du hast da einfach die Gefahr, dass die anderen ohne diese 3 Minuten durchfahren. Das heißt, mit dem Schnellreparatur hältst du ihn auf Podiumskurs, aber nicht mehr unbedingt ist das dann der Siegfavorit. Und wirklich, was du gerade sagtest, oder der Chris auch an jeder Ecke, Boxenstopps geübt bis zum Es geht nicht mehr, Tanksysteme geguckt, Durchflüsse, auch da gab es Grenzen, was erlaubt war natürlich, gab es ein Reglement auch für Durchflussmengen und so, aber du optimierst, wo du kannst. Also da geht's denn, da fängst du nicht an irgendwie zu sagen, ich baue dir jetzt irgendwie ein Tankgestell hin und das ist es dann, sondern da guckst du auf Durchflüsse, polierst Oberflächen, machst das richtig, richtig sauber, dass das alles richtig gut passt. Und da tatsächlich waren wir sehr, sehr stark, muss man sagen. Da haben wir auch viel Zeit geholt, weil wir das wirklich trainiert haben bis zum SGM. War das ein komplett neues Team damals oder konntet ihr da irgendwie so ein bisschen aus diesen alten Motorsportzeiten, sei es 5-Zylinder-mäßig noch so ein paar alte Hasen? Ja, ich glaube, innerhalb der Audi Sport hast du natürlich dich weiterentwickelt in ein neues Themenfeld hinein, hast aber ein Basiswissen aus anderen Epochen gehabt, ganz klar. Ja. Wir haben dann mit dem Team Gjöst einen Partner außen gehabt, der große Erfahrung aus Le Mans mit eingebracht hat und dann zusammen, ich sage mal, in diese neue Ära technologisch eingestiegen ist. Und vielleicht habe ich noch 2 Beispiele gerade im Kopf. Der eine oder andere hat ja vielleicht auch eine Werkstatt zu Hause. Ja. Wir haben jedes Jahr in Le Mans den Werkstattboden leicht angehoben, um eine Scherenhebebühne einzusetzen, dass wir das Fahrzeug in der Box automatisch hochfahren konnten. Mhm. Ja, das heißt, jedes Jahr wurde der ganze Boxenboden eleviert. Und wenn der Timo sagt, wir haben Teilewechseltraining gemacht, für jede Komponente, die versagen könnte, gab es ein Eigenteile-Kit. Das heißt, es gab eine Werkzeugwand, wo letztendlich nur duplizierte Werkzeuge fertig im Kit bereit lagen. Das heißt, wenn eine bestimmte Reparatur anstand, habe ich den Kasten rausgezogen. Da war die fertige Ratsche, der fertige Mautschutz, da lag der Kabelbinder drin, mit dem ich zum Schluss das noch festmachte. Das war alles vorkonfektioniert. Das heißt, wir haben auch Massen an Werkzeugen und etc. dort vorbereitet für alle Inzidenzen. Ja. Wie bei uns, Tom, ne? Genau. Ihr macht euch bestimmt auf die Suche. Ja, wir suchen erstmal 5 Minuten. Okay, das heißt wirklich, okay, das wusste ich auch nicht, das heißt wirklich, als Beispiel, keine Ahnung, Antriebswelle kaputt, dann ist da wirklich Karton, wo direkt wirklich nur das an Werkzeug drin ist, was ich brauche jetzt, um diese Antriebswelle zu tauschen. Da ist das vormontierte, fertig entlüftete Viertelfahrwerk vorbereitet. Ich ziehe den Werkzeugkit raus, einer löst, einer zieht ab, einer setzt an. Bolzen kommen wieder rein, Auto fährt wieder raus. Das heißt, in so einem Fall würde ich wahrscheinlich komplett Querlenker alles mit abnehmen, mit Antriebswelle, Radlager. Sehen wir, da haben wir da hinten eins hingestellt, so ein Viertelfahrwerk liegt da hinten, da will man das zum Beispiel reingesteckt haben. Das heißt, wenn ich im Vorfeld, in der Erprobung, ja, in den Vorbereitungstagen eine Setup-Änderung mache, mache ich das an allen Ersatzviertelfahrwerken vorab. Ja, das alles fertig eingestellt, dass ich nicht dann erst anstellen muss. Alles vorbereitet. Kann man wirklich so ein Viertelfahrwerk? Ich meine, klar kann man das. Ihr werdet ja die Autos nicht vermessen neu da vor Ort. Das kann man wirklich so gut vorher einmessen, dass man, dass ich das außen aus der Box rausziehe, da ranstecke und das Auto fährt also genau wie vorher. Viertelfahrwerk ist ja hier. Trennlinie ist hier. Also das heißt, Viertelfahrwerk ist hier vorne der ganze Radträger zusammen mit den Querlenkern und all dem, was da dran hängt. Und ja, das kannst du. Und das klingt dann für mich nach einer Reparatur, wenn ihr für den ganzen Hinterwagen 3 Minuten braucht, waren das wahrscheinlich dann eher 1-2 Minuten, um das komplett zu tauschen. Cool. Ja, wenn das die ganzen Werkstattenbetreiber dann jetzt hier. Da ist in der Regel ist die Rückführzeit des Fahrzeugs von der Strecke ist der größere Zeitverlust als die Reparatur selbst. Ja? Ich habe ja einen Radschaden, ja, der limpt zurück an die Box, da habe ich in der Regel mehr Zeitverlust, als ich für die Reparatur brauche. Das ist ein Punkt, der hat mich schon immer interessiert. Wie ist das, wenn das Auto stehen bleibt? Durfte es dann zurück in die Box geschleppt werden? Nein, oder immer nicht. Es muss mit eigener Kraft zurück in die Box finden. Ja, deshalb gibt es da die ganzen Limp-Videos oder wo die Leute das versuchen, selber als Fahrer zu schieben. Er muss es mit eigener Kraft zurück in die Box schaffen. Das ist anders in anderen Rennen. In Le Mans muss er mit eigener Kraft zurück in die Box kommen, dann kann er repariert werden. Das heißt eigentlich Unfall, also wenn der Unfall so stark ist, dass er nicht mehr fahren kann, war auch immer Game Over, dann war auch vorbei. Ja. Wir haben auch zum Beispiel, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, Toolkits gehabt. Mhm. Ja?
Es gibt zum Beispiel bei dem Auto hier die Möglichkeit, hier oben, wenn man da oben reinguckt, gibt es so ein kleines Loch. Da gab es so eine Art Knebel, konntest du reingehen und per Hand das Getriebe schalten, wenn du es in irgendeinem Gang festgehakt hast. Also der Fahrer konnte, haben Geil. Wir vorher trainiert, wie kriegt er die Heckhaube irgendwie runtergerissen, wenn die überhaupt noch dran war nach dem Unfall und das Getriebe hing fest, dann konnte er da mit der Hand das Getriebe zum Beispiel schalten. Ja, er hatte ein verlängertes Funkkabel im Auto, dass er mit Funk ums Auto rumlaufen konnte, mit Helm auf und sich mit der Box verständlich machen konnte. Also, weil er durfte ja keine externe Hilfe annehmen. Du kannst nicht irgendwo ein Getriebe in einen Baum hängen und das holt er sich dann raus und baut das an. Das funktioniert ja nicht. Ja. Also war wirklich schon so, dass man wirklich alle Eventualitäten sich einmal überlegt hat, die irgendwie passieren können. Aber das ist dann auch die Weiterentwicklung in so einem Team, wo eine Erfahrung wächst und nach Möglichkeit hat man jedes Jahr geglaubt, dieses Jahr haben wir alles vorher erprobt und abgesichert und dann kommt man aus der Erkenntnis im Folgejahr und sagt, das alles war nicht ausreichend vorbereitet und man erhebt wieder den Standard fürs Folgejahr. Weil Timo, du hast angesprochen, wie hart, also wie ihr da saßt und mitgefiebert habt, dass man auf jeden Fall podiumsmäßig reinkommt. Wenn es jetzt eine Reparatur gab, wo ihr wusstet, wir schaffen es nicht mehr auf Podium, war dann Abbruch oder wird dann trotzdem weitergefahren? Weitergefahren. Trotzdem, also immer, auf jeden immer. Fall Auto ins Ziel bringen. Ja, also aus zweierlei Gründen. Und da auch wieder, es ist ja ein Teamsport. Mhm. Es sitzen nicht nur drei Kutscher auf dem Auto, es sind auch drei Autos unterwegs. Also zum einen weißt du nie, was passiert mit den anderen Autos und bin ich irgendwo noch in Schlagdistanz. Zum einen, aber ganz vorne ran steht der motorsportliche Ehrgeiz. Wir sind ja da, um Rennen zu fahren und nicht in der Box rumzustehen. Also da fährt man einfach weiter. Das gehört sich so. Das gehört sich so für uns, das gehört sich für die Fans, das gehört sich für die Zuschauer. Einfach weiterzufahren und zu kämpfen und zu gucken, was passiert. Und letzten Endes bist du aber auch für das weitere Team von Nutzen. Mhm. Ja, du machst vielleicht mal einen anderen Reifen drauf und guckst, fährt der vielleicht gerade besser als das, was wir haben? Ja. Habe ich hier vielleicht noch irgendwie eine Einstellungsmöglichkeit, die ich verändern kann, wie was mit meinem vielleicht letztverbliebenen Auto vorne an der Spitze Vorteile bringt? Mhm. Also in dem Moment springst du für das andere Team ein. Natürlich auch immer noch zu gucken, das Beste draus zu machen aus dem, was man hat. Das ist man einfach der Sache schuldig, weil du kommst nicht dahin, bereitest dich ein Jahr lang drauf vor und dann nach 3, 4, 5 Stunden Fox-Rollo runter und um essen zu gehen. Das machst du. Hier auf. Ja. Aber jedes Team hat, also jedes Auto hat sein eigenes Team. Also Mechaniker von dem Auto fängt nicht auf einmal an, während des Rennens ein anderes Auto zu schrauben. Nein, das ist eindeutig zugeordnet, nicht nur die Aufgaben selbst, sondern auch die Mechaniker-Crews, die Ingenieur-Crews dahinter, alle spezifisch zugeordnet. Und dann hast du aber Fach-Overheads gehabt, die dann die Quervernetzung sicherstellen. Ne? Ich muss noch einmal fragen, das heißt, im Vorfeld wurde dieses Teil dann vermessen an dem Auto, dann abgebaut und eingelagert? Das ist dann vor dem Rennen passiert, um auf null Laufzeitteile zu kommen. Ja? Mhm. Und wenn du dann teilweise eine Erprobung gefahren bist, hast du die für eine Session rangemacht, um auch deine Einstellung zu verifizieren und hast das dann als Ersatzteil fürs Rennen abgelegt. Habt ihr noch diese ganzen Ersatzteile? Wir haben noch ein paar Ersatzteile, weil wir wollen ja, dass die Autos in ein paar Jahren auch noch fahren. Und ein bisschen was an Ersatzteilen. Das muss ja ein Umfang an Ersatzteilen gewesen sein. Das ist ja, da ist es ja nicht so mit so einem Paradträgern dann bei drei Autos. Ja, aber wir haben das Privileg, dass eben der Timo in der Tradition diesen Heritage da pflegt und sozusagen sagt, was er hier an Ersatzteilen haben möchte. Insofern ja, gibt das hier die tolle Möglichkeit, dass wir die Epochen am Leben erhalten. So ein Auto ist noch einsatzbereit? Der ist noch einsatzbereit, ja. Alle noch einsatzbereit? Mit Theorie, mehr oder weniger Aufwand. Also die Autos sind alle komplett fahrfähig, muss halt Steuergerät neu flashen, solche Geschichten. Aber es sind alle Komponenten vorhanden, die es braucht, um das Auto betreiben zu können. Der Aufwand, so ein Auto in Betrieb zu nehmen, zu dem, wo wir nachher hinkommen, zu der höheren Technologiekomplexität, wird dann nachher ungleich höher. Also das exponentielles Wachstum, aber was den Aufwand angeht. Würdet ihr so ein 2002er Auto hier jetzt einfach anmachen oder heißt für euch im Betrieb nehmen, einmal Motor aufmachen, reingucken und so? Nee, das ist tatsächlich nicht, aber einfach anmachen ist auch nicht. Du hast Motorheizung, verschiedene Prozeduren, die du machst, um so eine Karre überhaupt in Betrieb zu nehmen. Also wir haben das 2000er Auto haben wir in Betrieb gehabt jetzt und den 2001er auch. Also wir versuchen jetzt rollierend immer wieder Fahrzeuge in Betrieb zu nehmen. Wir sind letztes Jahr in Goodwood mit einem 2012er unterwegs gewesen und versuchen da immer wieder die Autos einzusetzen. Aber mal eben einfach hinzustellen, auf den Knopf drücken, ist bei den Dingern nicht. Also du musst schon ein bisschen gucken. Auch hier Motorheizung, bestimmte Prozeduren, Daten checken und so weiter und so fort, dauert alles ein bisschen, geht aber noch. Wenn es da hinten nachher die Reihe weiter runter geht in Richtung jüngerer Baujahre, dann haben wir ein ganz anderes Thema da, was in Betrieb haben. Das war aber früher nicht anders. Gell? Mhm. Um 6 Uhr war Dienstbeginn, um 8 Uhr wurde der Motor abgestartet. Da wurde früher genauso vorgeheizt, vorbereitet, bis das heißt, wenn bei uns Le Mans, seit ihr da 24 Stunden war, dann wenn um 14 Uhr das Rennen losgeht, waren wir schon 8 Stunden im Dienst. Mhm. Ja. Das heißt, ich nehme mit, das hier ist eigentlich der Einstieg noch der Kindergarten. Das, was wir gleich sehen, ist
ja. Level-Expert dann. Ja, ja, natürlich. Kindergarten, insofern zur damaligen Zeit war das für uns hochkomplex. Ja. Für alle. Nee, ja. Weil ich würde sagen, wir machen hier schon mal einen kurzen Schnitt, sonst brennen, glaube ich, die Birnen am Ende. Das war schon mal ein richtig geiler Einstieg. Also ich habe wirklich viel gelernt, nicht nur über die Technik, wo wir noch gar nicht so drauf eingegangen sind, aber generell über dieses LMP-Feeling, was damals so los war, wie das so entstanden ist, was man da so als Team denkt. Und dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf einen geilen zweiten Teil freuen. Danke fürs Zuschauen, danke, dass ich das hier zeigen darf. Und bis später eigentlich. Bis wieder einschalten.